Montag, der 6. November. Es war wirklich ein ganz normaler Tag. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben sollte. Es war Hähnchenstick-Montag. Die Teile sind verdammt gut. Schon am Anfang vom Lunch wusste ich, da stimmt was nicht. Es war mir nicht gleich klar. Aber dann war es ganz schnell klar. Der Limonade wurde etwas beigemischt. 911. Alle unsere Schüler, sie sind alle krank. Sie sind alle am Kacken. Die meisten von uns mussten sich vor allen anderen in die Hosen scheißen. Die Leute wussten einfach nicht, wohin mit ihrer Scheiße. Das war das Schlimmste, was ich in 20 Jahren gesehen habe. Noch bevor es vorbei war, hatte es einen Namen. Das braune Grauen. Im April 2016 fingen Sam Eklund und ich damit an, American Vandal zu drehen. Es gab uns nationale Aufmerksamkeit. Mit all dieser Aufmerksamkeit kam auch eine Menge Druck, welchen Fall wir als nächstes aufnehmen sollten. Ich kontaktiere dich, weil wir einen Fall von Vandalismus haben. Der Täter nennt sich der Kackbandit. Ich schaue auf mein Smartphone und ich wurde in einem Video getaggt. Dieser Kerl wollte ein Publikum. Er hat uns mit seinen Überschriften verhöhnt. Milch, Milch, Limonade. Um die Ecke kommt die Kack. Emoji-Parade. Der Kackbandit war eine völlig andere Sache. Wer könnte ein Motiv haben? Und wer könnte ein Verdächtiger sein? Aber was ist, wenn das ganze Motiv einfach nur ein Streich war? Kacke ist lustig. Es ist zwar scheiße, aber es ist viel mehr als das. Raus mit euch! Wer ist der Kackbandit?